Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unbeachtet, ungeachtet der Vorbehalte beim Koalitionspartner FDP bleibt Bundeskanzler Kohl bei seinem deutschlandpolitischen Fahrplan. Der Dialog mit der DDR-Führung solle fortgesetzt werden. Deshalb werde das Treffen mit DDR-Ministerpräsident Modrow Anfang Februar in Bonn auch stattfinden. Es werde Gelegenheit bieten, so der Bundeskanzler, die jetzt in der DDR auftretenden Probleme deutlich anzusprechen. Auf einer Pressekonferenz in Bonn bekräftigte Kohl zugleich die Bereitschaft der Bundesregierung, mit der DDR eine Vertragsgemeinschaft auszuhandeln. Voraussetzung sei allerdings, dass die dortige Opposition nicht behindert wird. Selbstbewusst gab sich der Kanzler heute bei seinem ersten Auftritt vor den Medien im neuen Jahr. Helmut Kohl machte klar, er suche auch weiterhin den Dialog mit Opposition und der Regierung in Ost-Berlin, um den Reformprozess zu unterstützen. Schließlich drohe der Ausverkauf der DDR, wenn immer mehr Menschen das Land verließen. Ich halte daher auch aus diesem Grund an dem für Februar vorgesehenen Gespräch mit Ministerpräsident Modrow fest. Die Diskussion über dieses Thema ist mir auch angesichts so vieler Auslassungen zuvor völlig unverständlich. Forderungen etwa des FDP-Vorsitzenden Lambsdorff, Modrow solle wieder ausgeladen werden, langweilten ihn nur. Helmut Kohl setzt weiter auf die Entwicklung einer deutsch-deutschen Vertragsgemeinschaft. Diese sei jedoch gefährdet, wenn die SED die Opposition behindere. Darüber müsse jetzt mit der Regierung in Ost-Berlin verhandelt werden. Alles, was ich höre aus den Oppositionsgruppen über ihre Möglichkeiten in den Medien, entspricht auch nicht annähernd der Chancengleichheit. Und ich habe ja bei der Vorlage des 10-Punkte-Programms im Deutschen Bundestag klar und deutlich gesagt, dass die Frage eines Wahlrechts, eines Wahlgesetzes und freier Wahlen und der Zustimmung der Opposition zu einem solchen Wahlrecht für mich eine ganz entscheidende Bedingung ist. Helmut Kohl betonte heute noch einmal, eine Vertragsgemeinschaft könne bereits im Frühjahr unterzeichnet und später vom Bundestag und der frei gewählten Volkskammer ratifiziert werden. Den Fragen nach Anerkennung der polnischen Westgrenze wich der Kanzler heute aus. Er habe dazu in Warschau bereits klärende Worte gesagt. Wer dieses Thema jetzt in den Wahlkampf einbringe, nütze nur den Rechtsradikalen. Ein massiver Vorwurf auch an den Koalitionspartner FDP, der eine klare Stellungnahme zur polnischen Westgrenze fordert. Im Streit um die Bildung eines neuen Geheimdienstes gerät DDR-Ministerpräsident Modrow immer mehr in Bedrängnis. 3 der 4 früheren Blockparteien drohten heute mit dem Auszug aus der Regierung, falls das Amt für Staatssicherheit nicht völlig aufgelöst und die Machtpositionen der SED nicht abgebaut würden. In diesem Sinne äußerten sich CDU, LDPD und NDPD. Unter dem Druck dieser Parteien erwägt Modrow, morgen in der Volkskammer eine Volksabstimmung über seine Regierung zu beantragen, die noch vor der Wahl im Mai stattfinden soll. Seine Rede wurde heute als außerordentlich wichtig angekündigt. Das Erste Deutsche Fernsehen überträgt die Sitzung morgen von 9 Uhr an. Wegen der geplanten Ausgleichszahlungen für entlassene Stasi-Mitarbeiter ist es heute wieder zu Warnstreiks gekommen. In Betrieben in Ost-Berlin und Suhl legten Beschäftigte die Arbeit kurzfristig nieder. Nächste Woche wird Modrow in West-Berlin mit dem regierenden Bürgermeister Momper zusammentreffen. Es ist die 2. Begegnung, die erste war in Ost-Berlin. Besprochen werden sollen Fragen der praktischen Zusammenarbeit in der Stadt. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik war 1989 so gut wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das Bruttosozialprodukt, das den Wert aller erzeugten Güter und Dienstleistungen wiedergibt, stieg im vergangenen Jahr nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 4%. Die stärksten Antriebskräfte waren der Export und die Investitionen. Es gab aber auch eine Reihe von Sonderfaktoren wie den Zustrom von über 700.000 Aus- und Übersiedlern. Der private Verbrauch bewegte sich 1989 wieder in ruhigeren Bahnen und nahm nur noch um 1,6% zu. Die durchschnittliche Teuerungsrate lag bei 2,8%. In Hamburg war heute Auftakt der Metalltarifrunde 1990. Nach 3 Stunden vertagten sich die Verhandlungspartner ohne Annäherung auf den 1. Februar. Es hatte schon seinen besonderen Grund, dass die Tarifparteien heute am Verhandlungstisch in Hamburg Platz nahmen und nicht, wie in den vergangenen Jahren, im konjunkturstarken Süden. Arbeitgeber und Gewerkschafter wollen beim Auftakt der Tarifrunde 90 die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Norddeutschland unterstreichen.
Immerhin, darin waren sie sich einig. Doch das war's auch schon für heute. Die IG Metall fordert für die 4 Millionen Beschäftigten der Metallindustrie 9% mehr Lohn und Gehalt. Obendrein, wie schon seit langem, die 35-Stunden-Woche und den arbeitsfreien Samstag. Beim Lohn signalisierte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall zwar Kompromissbereitschaft. 4-5% werden wohl drin sein, so ist zu hören. Doch das Thema 35-Stunden-Woche wollen die Arbeitgeber lieber auf später vertagen. Wenn, wie es heißt, erste Erfahrungen mit dem geplanten EG-Binnenmarkt vorliegen. Gesamtmetall verweist auch auf den neuen Markt DDR. Dazu die Gewerkschaft. Wir werden vor allen Dingen Arbeit auch in die DDR bringen müssen. Den Menschen ist nicht dadurch geholfen, dass wir hier mehr arbeiten und sie mehr freie Zeit haben, weil sie keine Arbeit haben, sondern umgekehrt wird ein Schuh dran. Die IG Metall erhofft sich von der 35-Stunden-Woche mehr Beschäftigung. Einen noch größeren Facharbeitermangel befürchten dagegen die Arbeitgeber. Im April läuft die Friedenspflicht im Tarifstreit aus. Kommt es zu keiner Einigung, hat die IG Metall bereits mit Streik gedroht. Wenn allerdings die IG Metall uns angreifen sollte, wird sie auch eine entsprechende Antwort bekommen. Und was heißt das konkret? Dann gibt es auch Aussperrungen. Zweifelhaft, ob es wirklich so ernst werden wird. Denn eigentlich sehen die Zeichen nicht nach einem Arbeitskampf wie 1984 aus. Auf wachsende Wohnungsprobleme hat der Deutsche Städtetag heute noch einmal aufmerksam gemacht und von Bonn ein 10 Milliarden Mark Programm gefordert. Vor allem, dass immer mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausfallen, bereitet den Städten Sorge. Deswegen sprach sich Verbandspräsident Rommel dafür aus, jedes Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen und sie mit einer 20-jährigen Sozialbindung zu belegen. Außerdem verlangte Rommel größere Möglichkeiten des Zugriffs auf private Grundstücke. Die Städte wollen ein wirksameres Baugebot und eine Abgabe auf spekulativen Bodenwertzuwachs. Die neue Baunutzungsverordnung ist vom Kabinett in Bonn heute endgültig beschlossen worden und soll noch im Januar in Kraft treten. Damit haben die Gemeinden die Möglichkeit, in reinen Wohngebieten auch Altenpflegeheime zu genehmigen. In Ausnahmefällen auch Gemeinschaftsunterkünfte für Aussiedler oder Asylbewerber. Auch Sportanlagen dürfen künftig wieder in Wohngebieten gebaut werden. Eingeschränkt werden soll der Bau von Spielhallen und Diskotheken in der Nachbarschaft von Wohngebieten, Kirchen, Schulen und sozialen Einrichtungen. Die Siemens AG will den tief im Verlust steckenden Paderborner Computerkonzern Nixdorf AG übernehmen. Beide Unternehmen vereinbarten, dass Siemens zunächst 51% der Stammaktien übernimmt. Trotz riesiger Verluste bei Nixdorf ist es in der Computerbranche immer noch die Elefantenhochzeit Nummer 1. Mit der Übernahme der Mehrheit des Nixdorf-Kapitals durch Siemens fusionieren, vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts, die beiden größten deutschen Computerhersteller. Nixdorf, früher jahrzehntelang der Umsatz- und Wachstumsstar der deutschen Industrie, hatte einen starken Partner dringend nötig. Allein im vergangenen Jahr soll der Konzern bei gut 5 Milliarden Mark Umsatz nahezu 1 Milliarde Mark Verlust gemacht haben. 5.000 Mitarbeiter mussten gehen. Das soll mit der Ankoppelung an den seit Jahren expandierenden Siemens-Konzern jetzt anders werden. Dieses Unternehmen wird weltweit tätig sein und wird ein Umsatzvolumen von ungefähr 12 Milliarden D-Mark umfassen. Und es wird außerdem das größte europäische EDV-Unternehmen sein. Die Übernahme durch Siemens soll so erfolgen, dass Siemens nicht nur 51% der Nixdorf-Stammaktien erwirbt, sondern auch seinen kompletten Unternehmensbereich Daten- und Informationstechnik als Sachwert und damit als Kapitalerhöhung in die Nixdorf AG einbringt. Damit wird der Siemens-Anteil bei Nixdorf deutlich über 51% liegen. Die Nixdorf-Mitarbeiter sind damit jedoch noch nicht aus dem Schneider. Beide Unternehmen haben heute erklärt, die Sanierungsmaßnahmen bei Nixdorf würden fortgesetzt. Das schließt weitere Entlassungen nicht aus. Die Wirtschaftsgemeinschaft des Ostblocks, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, will sich schrittweise dem Weltmarkt öffnen. Das beschlossen die 10 Mitgliedstaaten des RGW auf ihrer Jahrestagung heute in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Heute Nachmittag um 2:30 durften die Journalisten erstmals wieder seit gestern Vormittag aus der RGW-Konferenz in Sofia direkt berichten. Ausgehungert nach Bildern und Informationen stürzten sie sich auf die Delegierten. Die Unterrichtung der Presse war offenbar von einem RGW-Angestellten aus der Vorzeit der Glasnost organisiert worden. Es gab praktisch keine Informationen von der Konferenz, die hinter verschlossenen Türen tagte. Die 45. Konferenz des RGW ist seit Sommer mehrfach verschoben worden. Viele sagten schon seinen Tod voraus.
Tatsächlich einigte man sich aber in Sofia, eine grundlegende RGW-Reform einzuleiten. Das Wichtigste, der Handel soll in Zukunft nach Weltmarktpreisen abgewickelt und in konvertierbarer Währung abgerechnet werden. Die Entscheidung von Sofia wird die Wirtschaft in den Ländern Osteuropas umkrempeln. Die alte Zwei-Qualitäten-Praxis, das Gute in den Westen, das Schlechte in den Osten, wird nicht mehr funktionieren, weil auch nach Osteuropa nur noch marktgerechte Produkte exportiert werden können. Allerdings wird auch die Bezahlung marktgerecht sein. Der alte RGW ist tot, es kann einen neuen geben, wenn die heute eingesetzte Kommission sich schnell auf einen Fahrplan der Umstellung einigen kann. Frage an Hans Modrow, ob im neuen RGW die Planungswirtschaft und deren Bürokratie abgeschafft werden kann. Es wird genauso sein, wie wir es in unseren eigenen Ländern halten. Wir sind in den Ländern dabei und überwinden sie. Und genau das Gleiche muss der RGW vollziehen, damit wir nicht, was wir nach innen verändern, sozusagen im RGW dann als Bremsen haben, sondern hier muss eine Übereinstimmung sein. Wie in den anderen ehemals kommunistischen Staaten wird jetzt auch in Rumänien ein runder Tisch eingerichtet, der eine Demokratisierung des Landes einleiten soll. Teilnehmen können alle Oppositionsparteien und Gruppen. Erster Tagesordnungspunkt soll ein Wahlgesetz für die Parlamentswahlen im April sein. Unterdessen hat die rumänische Führung die Zahl der Todesopfer während der Revolutionstage nach unten korrigiert. Nicht 60.000 Menschen, sondern etwa 10.000 seien ums Leben gekommen. Die alte Zahl beziehe sich auf die Hinrichtungen in den 25 Jahren des Ceausescu-Regimes. In Vilna, der Hauptstadt Litauens, haben heute in ihrer Mittagspause mehr als 15.000 Menschen für die Unabhängigkeit des Landes und den Abzug der sowjetischen Truppen aus dieser baltischen Sowjetrepublik demonstriert. Weil morgen Staats- und Parteichef Gorbatschow aus Moskau nach Vilna kommt, haben dem ganzen Land die Litauer ihren Willen für ein freies und selbstständiges Litauen unterstrichen. Vorausgegangen war ein Parteitagsbeschluss der litauischen Kommunisten, sich von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion abzuspalten. 82% der Litauer haben nach einer Umfrage diese Trennung begrüßt. Für viele unerwartet ist das Kriegsrecht über Peking nach fast 8 Monaten heute wieder aufgehoben worden. Der chinesische Ministerpräsident Li Pan selbst gab die Entscheidung in Rundfunk und Fernsehen bekannt. Die Lage in der Hauptstadt und im Land, so sagte er, sei wieder stabil. Unter Anspielung auf die jüngste Entwicklung in Osteuropa fügte Li aber wörtlich hinzu, wir werden unbeirrt auf dem sozialistischen Weg vorangehen. Westliche Diplomaten sehen in der Entscheidung den Wunsch der chinesischen Führung, die nach dem Massaker an Studenten eingefrorenen Beziehungen mit dem Ausland wieder zu beleben. Bei 2 Massenkarambolagen auf der Autobahn Heilbronn-Nürnberg sind heute 6 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 verletzt worden. Auf der Kochertalbrücke prallten bei Nebel und Eisglätte 21 Pkw und 11 Lkw aufeinander. 5 Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Polizei, zu hohe Geschwindigkeit. Wenig später kam es auf der Gegenfahrbahn zu 3 weiteren Unfällen mit 6 Autos. Dabei wurden 5 Menschen verletzt. Die Autobahn musste in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Keines der Unfallfahrzeuge stürzte über das Geländer der mit 180 Metern höchsten Autobahnbrücke Europas. Die Gewinnzahlen im Mittwochslotto. Ziehung A. 13, 17, 21, 34, 42, 44. Zusatzzahl 15. Ziehung B. 6, 11, 14, 25, 41, 43. Zusatzzahl 42. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 9, 8, 6, 5, 1, 8, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. Januar. Das Satellitenbild zeigt über weiten Teilen Deutschlands eine ausgedehnte Nebel- oder Hochnebeldecke. Starke Bewölkung erkennt man über der Nordsee und den britischen Inseln. Die mit einer westlichen Strömung über Nordeuropa entlang ziehenden Tiefausläufer streifen den Norden Deutschlands. Dabei wird milde Meeresluft herangeführt. Der Süden verbleibt unter dem Einfluss des Hochs über Südeuropa im Bereich bodennaher Kaltluft. Die Vorhersage für morgen. Bedeckt oder neblig trüb und vor allem im Norden zeitweise leichter Regen. Im Alpenraum und in den Hochlagen des Schwarzwaldes sonnig. Tiefsttemperaturen im Norden um 5, im Süden 2 bis minus 3, in Bayern zum Teil unter minus 10 Grad.
Höchsttemperaturen im Norden um 7, im Süden minus 3 bis plus 2 Grad. Im Süden schwachwindig, im Norden mäßiger bis frischer, im Küstenbereich zunehmend stürmischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten, am Freitag wenig Änderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Schwenk bei der aktuellen Kamera und Boom bei den Immobilienpreisen in Berlin.